So, und da bin ich wieder. Ich habe mir hier in Hex ein neues Deck zusammen gehext. Und zwar ist mein Champion hier unten jetzt Silberschweif. Ich weiß gar nicht, warum der 24 Lebenspunkte hat, aber krass. Läuft hier Zeit? Nö, okay, kann ich weiter quatschen. Ich habe jetzt 60 Karten auf der Hand. Auf der Hand, vor allen Dingen auf der Hand. Einen ganzen Stapel. Also ich habe im Deck habe ich 60 Karten. Und zwar alles weiße. Alles nur zwei Roboter, die, wenn sie sterben, Punkte verteilen. Die ich rufen kann, wenn ich vier Ressourcen auf dem Platz habe. Ich glaube 16 Ressourcen. Oder 18 Ressourcen habe ich mitgenommen. Und viele Einserkarten und die besten Hören. Das hier ist jetzt ein Set, was ja darauf ausgelegt ist, die Karten richtig zu spielen. Das heißt, hier spiele ich mit Strategie, deswegen auch den Silberschweif als Champion. Der hat Prophezeiung. In der dritten Runde kann ich einer nächsten Karte im Deck plus einen Angriff plus eine Verteidigung geben. Ich kann es hier nicht sehen. Ja. Ich habe gerade diese Karte hier gespielt und die nächste erhält auch wieder plus 1 Angriff und Verteidigung. Das heißt, hätte ich die jetzt in der dritten Runde gespielt, hätte ich zum Beispiel zwei Angriff, zwei Verteidigung auf die nächste Karte. Und wenn es dann zum Beispiel diese hier wäre, ja, dann hätte sie wenigstens mal Angriffe. Ja, ich hätte zum Beispiel auch die setzen können, aber das ist eine Artefaktkarte. Wir werden das einfach mal analysieren und mal gucken, wie das Set denn so aufgebaut ist. Als ist halt alles weiße Karten, ist halt nicht so tricky. Man muss halt ein bisschen nachdenken im Kopf. Wir machen jetzt mal hier den nächsten Zug. Jetzt habe ich auch Schnellaktionenkarten, das heißt, ich kann auch mittendrin einfach mal zack hier Verteidigung draufknallen oder so. Und das finde ich ganz gut. Ja. Das heißt, wäre eine blockende Einheit deiner Wahl erhält in diesem Zug 8 Angriff, 8 Verteidigung. Das heißt, damit könnte ich eigentlich den dicken von ihm hier oben immer wegknallen. Seid ihr hier? Eine von dir kontrollierte Einheit von. Mit einer Verteidigung von 4 oder mehr stirbt, erhältst du 2 Leben. Ah, von er hier. Okay. Zusatzsternchen. Das hier ist auch wieder diese Frostarena. Ich habe wieder von vorne angefangen und habe gedacht, ich zeige euch das hier einfach mal. Ja, Zug beenden. Passiert ja nicht viel hier gerade. Zack, wie ein Diamantensplitter. Sehr schön. Und das ist natürlich dann auch schon so eine Basis, ja. Mit 3 kann ich alles machen. Mit 2 bin ich schon gut dabei. In diesem Zug 2 Verteidigung, 2 Angriff. Das ist mein geliebter Wachhund oder hier den sturen Büffel als Verteidigungs. Da er hier oben jetzt gerade nichts hat, werde ich ihn hier mal nehmen. Dann ihn hier runter. Und gucke mal. Wir lassen ihn einfach mal angreifen hier. Ja. Mehr kann ich nicht machen mit zwei Ressourcen. Sie verbrauchen sich auch. Hätte ich jetzt zum Beispiel hier mit einem Ständchen hingelegt, hätte ich hier die Inspiration noch nehmen können. Okay, er hat auch wieder Ressourcen genommen. Das heißt, er kann auch die erste Karte wahrscheinlich legen. Genau. Der Kleriker. Ich habe auch vorhin geguckt, ob ich vielleicht alles grün mache. Aber mal gucken. Ich hoffe mal, dass das hier alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt kam hier der Paladin von Nagan. Der ist natürlich richtig nice. Hier 6. Warum er das hat. Ach, ich musste jede Runde ausspielen, damit jede weitere Karte, die ich ziehe, einen Angriff mehr, eine Verteidigung mehr hat. Geil. Das heißt, den muss ich hier pushen, damit er alle meine anderen pusht. Yes, ey. Okay. Wir holen uns mal hier diesen sturen Büffel. Damit können wir hier ihm hier oben die auf jeden Fall mal blocken. Könnte jetzt angreifen, das macht dann aber weniger Sinn, weil er mir die dann wahrscheinlich wegblockt. Das heißt, ich klopp ihm die da oben erst weg und hau dann die beiden raus. Oder ich pushe nachher eine, wenn er angreift. Aber ich habe natürlich jetzt kein Diamant mehr. Also ich bräuchte jetzt auch eine dritte Ressource. Hexe des Schimmertals. Wenn diese Karte ausgespielt wird, erhält der Ausspieler 3 Punkte. Jetzt kriegt er 3 Lebenspunkte da oben, wenn er die benutzt. Ah! Da sieht man das. Also wenn er so, ne, auf hier hinlegt. Ja, das kann ich leider nicht wegmachen.
Ausgespielt wird, erhalte ich einen Lebenspunkt. Ja, dann haue ich die hier mal hin. Jetzt habe ich einen Lebenspunkt bekommen. Und sag hier, Kollege, kannst du mal was machen? Kannst du ein bisschen arbeiten? Ich sage jetzt, ja, ich warte einfach. Dass er jetzt irgendwas hier Fatales macht, angreift oder so. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die als Bot, das ist jetzt ein Bot, sieht, was ich hier mache. Ja, jetzt würde ich gerne blocken. Und zwar mit der hier. Aber wieso kann ich die nicht da drauf packen? Er greift mit 2 an. Ich greife mit. Ich verteidige mit 3. Ich guck mal, ob das funktioniert. Ah, doch, so. Was hat er hier? Also, okay. Mit Escape. Einer hat eine Weile diesen Zug. Okay. Ja, dann. Junge, hier. Zack. Hä? Achso, doch, ja. Ey, ich wollte gerade sagen, Alter. Ballert die hier runter. So, jetzt 10. Geil, ey. Er müsste ja tot sein. Genau, sehr schön. Was macht er hier? Zerschmettern. Einige blockende Einheit mehr zurück. Auf der restliche Schaden den verteidigenden Champion. Wie mich? Achso, er hier oben. Okay. Ich glaube, jetzt geht aber der Buff hier weg, weil ich ja nur auf Block, genau. Oh, 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 oh. Ich brauch was. Ich kann nichts machen. Ich könnte jetzt angreifen, aber das bringt ja dann auch nicht viel. Ich hatte auf jeden Fall eine Karte irgendwo hinten weg, dass umso mehr Leute ich auf dem Feld habe, umso mehr Verteidigungspunkte habe. Decke die oberen 10 Karten deines Decks auf, sobald diese Karte gespielt wird. Für jeden so aufgedeckten Menschen erhält diese Karte 2 Angriff, 2 Verteidigung. Ja, das müsste natürlich krass sein. Wirklich, schmeiß weg. Da liegt die Runde wahrscheinlich auch. Ja, ich bin nicht wirklich gut darin anscheinend, ey. Er ist auf jeden Fall weg. Ich habe einmal Damage bekommen. Oh, den kann ich nicht benutzen, obwohl das nice wäre. Er kann nur mit der hier verteidigen. Ich probiere das mal. Gucken, ob er da mit der blockt. Ne, blockt er nicht. Macht der. Ach, schon wieder so eine Hexe. Wo er Lebenspunkte bekommt. Das hat sich kacke, ey. Ja, jetzt kann ich nicht blocken, jetzt verliere ich erstmal 5 Lebenspunkte, weil mir fehlt, ich habe nur 5er Karten, also ich Pech. Ja, Zauberschild, ja super. Ja, es gibt mir mal. Ach. Scheiße, Alter. Kann ja nichts machen. Ich hab. Mir fehlen einfach Diamanten, obwohl ich so viele drin habe. Kann gar nicht sein, dass in den nächsten 3 Runden nur Diamanten kommen. Und ich muss jetzt noch 3 Runden überleben. Ach, den kann ich nicht blocken, weil er fliegt. Und er hat zu viel Angriff. Machen wir mal so. Gucken mal. Das hier ist so eine Phantomkarte. Wenn die stirbt, verwandelt sie sich in ein Phantom. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Zack. Der ist ein Phantom. Der fliegt.
Ja, komm, mach du mal da oben. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Da ist der Diamant, den ich gesucht habe. Zumindest einer von 5. Was rappelt der denn nicht ständig? Achso, pro Karte, die ausgespielt wird, erhalte ich einen Lebenspunkt. Okay. Ah, okay. Ja, lassen wir mal so. Ich hoffe mal, dass ich hier gleich noch ein bisschen was machen kann. Auf jeden Fall gleich noch eine Prophezeiung hier raushauen. Der hat schon 6 Diamanten da oben, Alter. Ein Blocken, zwei Blocken, zwei An ein Angriff. Kann ich das? Hoffe ich mal. Der blockt. Wieder. Ausprobieren, ob das funktioniert. Okay, die beiden sind weg. Und ja, mal. Alter. Da bräuchte ich 15 Diamanten, ey, damit ich alle drei hintereinander benutzen könnte. Oh, ich greife einfach mal an. Er blockt es natürlich mit 2. Nehmen wir als erstes hier seine. So kann ich jetzt so drehen, wer als erstes platt gehen soll. Ja, machen wir so. Fertig. Hauptsache, wir nehmen einen von ihm mit. Aber das ist unmöglich, das schaffe ich nicht. Also das grüne Set ist wirklich stark. Auch hier, wenn du 3 hast und ballerst nur noch die Dinger raus. Das ist schon heftig, ey. Aber hier ist auch vielleicht gerade einfach nur Pech, ne? Also es sind nur die Heilkarten und ich habe wirklich nicht viele Heilkarten. Ich habe überhaupt 10 Heilkarten. Und die habe ich jetzt gerade irgendwie alle bekommen. Ja, es ist also. Achso, damit kann ich einer Karte sagen, sie soll wieder sich umdrehen und zurückkommen, okay. Das macht aber nicht viel Sinn. Also mit denen kann ich sowieso nicht verteidigen, also kann ich mit denen angreifen. Wenn er mit einem verteidigt ist, bin ich im Arsch. Oh, shit, Alter. Ja, okay, kann ich seine auch zurückdrängen? Puh, habe ich die Runde nochmal überlebt? Er ruft dann ständig immer so kleine Kackviecher. Also diese Hasenkacke, die ist echt stark. Guck ich gleich mal, ob ich ein grünes Set zusammengebacken kriege hier. Hier ist aber Kacke, Alter. Das heißt, ich habe 3 Diamanten von 8, das heißt hier 15 Diamanten sind da drin, also noch ein ganzes Drittel. Das heißt, jede dritte Karte. Ah, vielleicht habe ich doch weg zu. Ah! Muss ich einfach ein paar Karten wegtun, ey. Ja, aber jetzt bin ich auf jeden Fall im Arsch. Aber er kriegt ohne Ende die Pillen. Da werde ich mal gucken, dass ich 5 Diamanten mehr reinpacke. So sieht man auf jeden Fall, dass es wirklich schwer ist. Ja, also es ist nicht mal eben so hingeschissen. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Runde, Leute. Haut rein. Danke fürs Zuschauen.